Die Verkehrssituation in der Ostregion wird immer prekärer. In einer Pressekonferenz der SPÖ-Bezirksorganisation Bruck an der Leiter waren Ursachen, aber auch Lösungsansätze ein Thema. Thema Verkehr, ein komplexes Thema in der Region Bruck an der Leiter, Schwechat. Ein Weg zur Entlastung der Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen müsse gefunden werden, mit Mobilitätskonzepten und mit Zukunfts- und Weitblick. Nicht nur das Umfahren der Lkw-Mautstellen und das Durchdonnern der Lkws durch die Orte zum stetigen steigenden Sicherheitsthema wird auch die Infrastruktur massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Schwerverkehr muss tatsächlich raus aus den Gemeinden. Wir sind großen Belastungen, was den Feinstaub betrifft und was die Sicherheit und die Lärmbelastung betrifft. Nicht nur ältere Leute, sondern auch die jungen Leute sind massiv unter Gefahr. Deshalb ist die Forderung, einfach den Schwerverkehr verstärkt auf die Schiene zu bringen. Die Ursachen für einen drohenden Verkehrskollaps in der Region liegen auf der Hand. Zum einen sind wir in Osten Österreich selbstverständlich zu einer Drehscheibe für Logistiker mehr oder weniger herangewachsen. Mit der Nähe zum Flughafen zieht es automatisch Firmen an, die bei uns sozusagen in die Verteilerkette einsteigen. Und somit wird es natürlich im Ziel- und Quellverkehr auch natürlich mehr. Aber wir müssen, und das ist die größte Sorge, die wir haben, uns befreien von diesen Mautflüchtlingen. Die müssen aus den Gemeinden raus, eben wie ausgeführt, damit die Sicherheit einfach gewährleistet ist und die Gesundheit auch weiterhin fortbestehen darf. Ein weiterer Aspekt, die Exekutive sei nur mangelhaft aufgestellt. Dieses Personal kann im Moment nicht zur Verfügung gestellt werden oder wird nicht zur Verfügung gestellt, weil 34 dieser Personen fehlen, die zusätzlich erstens Dienst zugeteilt, zweitens bei verschiedensten Institutionen Dienst machen. Zusätzlich kommen Langzeit-Krankenstände. Und jetzt ist momentan die Polizei damit beschäftigt, die Pandemie zu bekämpfen, kontrollieren Handelsbetriebe, kontrollieren die Gastronomie, die Vereine und sind sozusagen noch weitere Beamte gebunden. Daher kommt die klare Forderung an den Herrn Innenminister, stellen Sie ausreichend Personal für ganz Österreich, insbesondere für den Bezirk Bruck an der Leiter zur Verfügung. Und auch die neue Kurzparkregelung in Wien ab März 2022 bringt natürlich Auswirkungen auf die umliegenden Regionen. Es gibt einfach den Austausch von Menschen, die noch von Niederösterreich nach Wien arbeiten, fahren in der Früh hin und am Abend zurück. Also in Niederösterreich sind es über 200.000 Menschen, die täglich von Niederösterreich nach Wien pendeln und ihre Arbeit nachgängen. Die fahren dort nicht aus Jux und Dollerei hin, sondern um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und die haben in Zukunft massive Schwierigkeiten. Bis jetzt hat es halt die Möglichkeit gegeben, dass im 11. Bezirk teilweise, im 10. Bezirk teilweise, im 23. Bezirk teilweise ihre Fahrzeuge abstellen konnten und dann halt weitergefahren sind. Die Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt nur mehr die Möglichkeit, Park-and-Ride-Anlagen zu verwenden. Und da gibt es ganz einfach zu wenig. Das heißt, wir müssen hier unglaublich verstärken, viele Möglichkeiten schaffen. Natürlich ist auch ein Weg, sich privat zu organisieren und Fahrgemeinschaften zu bilden. Das sagen wir immer wieder zu den Leuten, die uns fragen, wie kommen wir sicher nach Wien. Und natürlich braucht es auch, wenn 6 Bundesländer sich verständigen, dass es ein Klimaticket gibt, das günstiger wird, dann sind wir gerade in der Vorzone im Osten Österreich eher benachteiligt. Ich bin nicht zufrieden. Auch der Verkehrssprecher Gerd Ratsbazan ist damit nicht zufrieden. Das muss noch günstiger werden, damit wir sozusagen die Leute auch tatsächlich bewegen, mehr in öffentlichen Verkehr teilzunehmen und mit der Bahn in die Arbeit zu fahren. Das muss attraktiver werden.